So, ihr Lieben, weiter geht's hier mit einem neuen Video in Russian Fishing 4. Heute, ja, mal schön am Kuori. Das heißt, auch im Low-Level-Bereich kann man hier schon wunderbar angeln. Und dazu kommt heute mal am Kuori auf Grundalgen. Also völlig entspannt. Einfach ein bisschen Plumpsangeln betreiben. Und chillen. Ich hoffe allerdings, so ganz chillig wird es nicht, denn ich bin hier auf dem Frequenzfisch aus. Ein Fisch, der immer wieder gerne geangelt wird, häufig natürlich auch an der alten Festung. Die Brasse. So, und um das Gerät hier geht es, gerade schön reingeballert, 2,9 Kilo und das sogar jetzt hier gerade noch am Vormittag. Idealerweise fängt man die Brasse natürlich eher in den Abendstunden bis in die Nacht hinein und dann so ein paar dicke, fette Ausläufer gehen dann noch in den Tag rein. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was so die nächste halbe Stunde so bringt. Und ob das also einigermaßen lübt. Ich habe hier rausgeworfen mal wieder meine kleinen Winkelpickerruten mit einer Tragfähigkeit. Einmal hier von 6,9 Kilo und dann hier noch einmal von 9,8 Kilo von der Schnur her. Viererhaken habe ich draußen, wobei ich jetzt hier die dritte... Die machen wir noch mal ein bisschen größer, denn wir wollen ja die richtig dicken Brocken fangen. Da ballern wir jetzt einfach noch mal den Einserhaken drauf. So. Dicken, fetten Einserhaken. So. Erbsenbrei. Ja. Und dann das Ganze mit Clip. Zack, ich glaube, so gerade den Clip getroffen. Rein damit. Ist hier was dran? Ja. So, aber der Erbsenbrei ist nicht zwingend notwendig. Denn ich habe gerade schon rumprobiert, ob nicht auch was anderes funktioniert. Und siehe da, der dicke, fette Brocken gerade von fast 3 Kilo ging nicht auf Erbsenbrei, sondern gegen auf Mistwurmalgen. Und Mistwurm ist natürlich ja, in den Shops vielleicht doch hier und da schon ein eher seltener Köder, aber auch ein etwas teurerer Köder. Nichtsdestotrotz ist es eben ein Köder, den man ratzfatz kaufen kann. Erbsenbrei, ja, muss man halt herstellen können, ne? Das heißt, bis dahin müsste man Futtermische schon geskillt haben. Aber, wie gesagt, wer da noch nicht so weit ist, mit meinem kleinen Level 24er, fange ich jetzt so gerade erstmal an, in diesem Bereich zu gehen. Wäre das hier eine Stelle, die mit der Stippe zu erreichen wäre, hätte ich es mit der Stippe probiert. Leider ist das zu weit weg. Der Clip ist auf 30 Meter eingestellt. Der Devilus hatte gesagt, Alden, wenn du mal und so und Bock hast, dann probier doch mal. Und ja, klar habe ich Bock, Alden. Mal schön wieder auf Brasse gehen und zwar mal woanders. Brasse geht halt immer, ne? Und ich hatte tatsächlich, wo war ich denn? Ah, genau, am Kuori. Zack, 1,4er. Am Kuori, nee, gar nicht am Kuori, am Voltjo. Mann, 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 die ganzen russischen Flüsse. Am Voltjo, Bliet. Da. Alter, ich muss die ein bisschen auseinander machen. Da wollte ich jetzt zuppeln und er hat die. Ah, die rechte hat er genommen. Da habe ich bestimmt jetzt was verscheucht. Ich lasse das mal jetzt so. Also, am Voltjo war ich auf Brasse. Und zwar, was auch gar nicht so schlecht war, ich sag mal, es war okay,
ist auf jeden Fall ausbaufähig. Wobei ich ja eigentlich auf der Suche nach Aaland war. Gehen wir mal eben kurz in die Koordinaten. Das heißt, wenn ihr Bock habt, gleichzeitig auch noch mal am Volcho auszuprobieren, Karte anzeigen, dann wäre das von den Koordinaten so ungefähr 126, 90. Das heißt, einmal rübersetzen mit der Fähre und dann nicht in Richtung Brücke, sondern in die andere Richtung bis zur Ecke und dann da in Richtung 1,5 Meter. Da in diese tiefe Stelle reinwerfen. War von der Kohle her auch ganz okay, konnte man ganz gut mitnehmen. Und jetzt aber hier nochmal eine Stelle am Kuori. Das hat auch wieder ein bisschen Schmackes hier. Und das Schöne ist, wenn man das mit einem gut gefüllten Futterkorb hier macht, 30 Meter kriegt man ganz gut rausgeworfen. Oh. Das war knapp. Ne, muss ich ein bisschen weiter werfen gleich. Aber es lübt. Ich bin ganz zufrieden, dass es hier von der Frequenz her am Tag schon geht. Ein bisschen habe ich ja die Hoffnung, dass hier auf dem Mistwurm auch noch ein bisschen was anderes rangeht als nur Brassen. Ein Rotauge war jetzt gerade dran. Ja, ich muss schon maximal auswerfen. Aber es kann auch gerne noch was ganz anderes reingehen. Und ich glaube, das teste ich auch gleich nochmal mit gänzlich anderen Ködern. Kaulbarsche sollen hier auch gehen. Kaulbarsch, auch ein Fisch, der für seine Größe und für die Leichtigkeit des Fangs tatsächlich ganz gut Silber bringt. Von daher kann man da natürlich mit dem Wurm auch mal versuchen, noch auf den Kaulbarsch zu gehen. Ich lasse das jetzt mal und werfe noch mal eine Eintagsfliege hier rein. Eintagsfliegenlarve. Zack. Schön rein in den Clip absinken lassen, denn. Wo bin ich hier? Da bin ich dahin geballert. Denn wenn man schon hier steht und hier in die tiefe Stelle reinballert, dann muss das natürlich auch eine Weile runtersinken. Wenn das so ungefähr auch um die 12 Meter tief ist hier an der Stelle, braucht das natürlich einen kleinen Moment. Das heißt, auswerfen, absinken lassen und dann erst den Bügel zumachen. Wobei ich den hier auch nochmal neu auswerfe, dass wir da richtig drinne sind in dem 12 Meter Loch, in dem kleinen. So. Zack, so sieht das gut aus. Na, vielleicht noch ein bisschen weiter links. Hier so gegen in Richtung dieser Kante hier oben, ne? Da, dieser Bereich in die Richtung, das kann man sich so ein bisschen merken. Dann passt das doch ganz gut. So, ich würde sagen, erstmal noch ein bisschen was rausziehen. Bisher okay. Wie gesagt, es ist jetzt nicht die ultimative Uhrzeit mitten am Tag. Aber was soll ich machen, Alden? Wenn ich mich halt hier früh morgens einlogge, dann ist das nun mal der Stand der Dinge. Da muss man da halt mit leben. Zack. Aber es sieht auch schon wieder ganz gut aus hier. Und ich glaube ja, auf der Eintagsfliegenlarve, da zuppelt auch was, wobei vom Zuppeln her könnte das auch schon wieder ein Rotauge sein. Die Rotaugen, Alter, die zuppeln sich ja ein zurecht. Und die dritte ist auch schon wieder in Action. Sehr gut, ey. Ja, aber so darf das sein, ey. Guck mal da, die eine hier im Busch. Zack, da geht sie runter, die drei. Nehmen wir doch alles gerne mit. Also, Gas geben, erstmal hier ein bisschen was rausziehen und dann gucken wir uns gleich die Abendstunden nochmal an und dann ballert da hoffentlich ein paar richtig dicke rein. Bis gleich. Tja, so langsam geht es wieder los. So langsam geht es wieder los. Wir haben es 19 Uhr, es wird schon ein bisschen dunkler hier und es geht so langsam halt in Richtung Abendstunden. Und das heißt, die Brassen werden jetzt wieder ein bisschen wilder. Halt, weiter auswerfen hatten wir gesagt. Die werden jetzt ein bisschen wilder. So, 30 Meter weit. Und jetzt hoffe ich natürlich auf die etwas dickeren Brocken. Gucken wir mal ganz kurz rein. Es sind jetzt hier hauptsächlich natürlich die kleinen, die so am Tag zwischendurch rein gerasselt sind.
will man nicht zwingend haben. Die Frequenz ist allerdings doch ganz okay gewesen. Ich habe zwischendurch nochmal probiert, mit Eintagsfliegenlarve etwas anderes zu fangen. Da hatte ich keinen Erfolg. Kann natürlich auch ein bisschen an der Größe des Hakens gelegen haben. Da könnte man vielleicht mit einem etwas kleineren Haken erfolgreicher sein. Und ohne, dass der Spot komplett versorgt ist mit Brassenfutter. Nichtsdestotrotz finde ich auch bisher den Mistwurm als Köder gar nicht verkehrt. Hat auch ganz gut funktioniert. Ich bin sehr gespannt, was der jetzt gleich am Abend und in der Nacht macht, der Mistwurm. Hier haben wir auch wieder was dran. Aber auch eher noch was Kleines. Na, und ich glaube, ich muss gleich auch noch mal ein bisschen Brassenfutter nachbasteln. Standard Brassenfutter habe ich drin. Zack, raus damit. Und wenn ihr schon so weit seid, dass ihr hier schön die Fischfetzen herstellen könnt, um danach irgendwie vielleicht auf Aal angeln zu können damit, dann eignet sich natürlich die Brasse auch ganz hervorragend. Wenn man hier mal schaut, eben nach Gewicht sortiert. So, dann geht es ab hier. Nee, ab hier geht es los. Das wären hier schon alles unmaßige, beziehungsweise welche, die nicht wahnsinnig viel Silber bringen, die man dann halt problemlos umwandeln kann in Fischfetzen. So, nochmal kurz einen Break. Spulen wir nochmal ein paar Stunden vor, dass es erstmal so richtig schön dunkel wird hier am Koori. Und dann sollte das doch hier richtig rappeln. Jawolski, jawolski, jawolski. So soll das doch sein, ey. Zack, und es rasselt und es bimmelt links und rechts und die dicken Dinger kommen hier rein. Wobei das Gewicht bisher noch, es kann immer noch dicker werden, würde ich sagen. Eppa. Immerhin hier in Richtung 2 Kilo schon wieder. Gar nicht schlecht. Raus mit dem Brocken auf 2 Meter. Siehst du da mal schon wieder einen dran, der ein bisschen leichter ist hier auf dem Mistwurm. Vielleicht könnte man auch noch Knoblauchteig, könnte man auch noch mal testen, oder? Halt, dann machen wir das doch mal direkt. Quark, Honig, Knoblauchteig und gib ihm. 30 Meter in das Loch. Next. Ja, so im Großen und Ganzen bin ich doch bisher ganz zufrieden. 32 Fische hier mittlerweile dran. Sieht ganz vernünftig aus. Und ich sag mal so, als Aktion für die Nacht, wenn man hier vielleicht irgendwie gerade unterwegs ist, auf Hecht zum Beispiel, kann man ja hier ganz fantastisch gehen. Und das ist ja auch gar nicht so weit weg, ne? Man kann ja hier vorne um die Ecke gehen, hier schön auf Hecht angeln in dem Bereich. Und dann, wenn es dunkel wird und der Hecht dann sowieso nicht mehr beißt, dann geht man einfach hier rüber und schnappt sich seine Grundruten oder lässt die dann einfach da liegen. Ah ne, eine muss man ja einpacken. Aber dann lässt man das alles so zusammen, dass man dann sofort wieder auf Brasse geht hier. Und wenn es dann wieder hell wird und die Brassen auch wieder so langsam nachlassen, dann geht man einfach wieder auf Hecht. So. Bisschen mache ich noch und dann gucken wir gleich mal in den Kescher rein. So, was haben wir denn jetzt? Also, gucken wir nochmal eben rein, wie sich das Ganze jetzt gebracht, was das Ganze jetzt gebracht hat, wie sich das Ganze jetzt ergeben hat. Und ich würde sagen, ach shit, jetzt habe ich schon weggeklickt, Alter, da, 66,50, das war natürlich eher ein bisschen mau. Also, Brassenkloppen kann man, glaube ich, an anderen Stellen besser. Das war nett und ein guter Nachtvertreib. Aber der Burner, würde ich sagen, ist es nicht. Zumindest nicht bei mir gewesen. Vielleicht läuft es bei dir ja besser. Ansonsten halte ich mich doch da lieber hier zum Beispiel an diesen Spot schön gerade an der Kante durchjiggen oder hier mit den Topwatern langziehen oder sowas, fett auf Hecht gehen oder wie gesagt hinten in der Ecke, wie gerade schon gezeigt, da kann man schön Kohle machen auf Hecht und das mache ich jetzt gleich auch. Petri zusammen und bis zum nächsten Mal.